Welt liegt vor uns. Sie liegt uns zu Füßen. Und wir schauen weise auf sie hinab. Wir sind eine Generation. Generation Audio. Und damit herzlich willkommen, liebe PlayStation-Freunde, zur Vorstellung der PlayStation Plus-Spiele im Januar 2017. Das erste Mal PlayStation Plus in diesem Jahr. Und das Ganze natürlich wieder für PlayStation Experience, das PlayStation 4 Magazin. Ihr findet wie immer unten in der Beschreibung sämtliche Links und auch am Ende des Videos nochmal die Links zur YouTube-Seite von PlayStation Experience. Wir sind diesen Monat ein bisschen später dran als sonst. Normalerweise kommt das ja mal so ein, zwei Tage, nachdem die Spiele verfügbar sind. Aber ihr wisst ja, wie das ist, ne? Wir müssen uns alle mal ein bisschen Urlaub gönnen. Deswegen machen wir das Ganze jetzt einfach mal ein paar Tage später. Und wir fangen an mit Akzent. Ich habe absolut keine Ahnung, was hier auf uns zukommt. Aber wir lassen uns jetzt einfach mal überraschen. Und dann schauen wir mal. May the 15th, 1896. Aboard the Brigantine Celestia. Traveling from Liverpool to New York. Okay, 15. Mai 1896. An Bord der Brigantine Celestia, ist wohl ein Schiffsname, auf dem Weg von Liverpool nach New York. Okay. Kapitel 1. Fernglas reparieren. Bock. Ach die Scheiße, was ist das denn? String three together... Ach du Scheiße, das ist sowas wie Bejeweled oder sowas in der Richtung, wa? Ah, okay. X gedrückt halten. Und dann so. Ah, und dann so hier Linien ziehen. Finally lower this collectible item into shining tiles. Bla bla bla. Okay. Und jetzt muss ich die hier. Alles klar. Okay. Ja. Schauen wir mal. Wir müssen hier wohl, so wie es aussieht, ach die Scheiße. Irgendwie dieses... dieses Fernglasteil bekommen, sodass das irgendwie runterfällt oder so. Ah, da, nee, da oben war es nicht. Damit wir das repariert kriegen. Ui, hier ist ein langes. Hui. Da ist es. Okay, das müssen wir jetzt gucken, dass es irgendwie bis ganz nach unten fällt. Alles klar. Okay, Spiel verstanden. Ja. Ist jetzt nichts besonders Aufregendes, aber irgendwie macht's was. Ah, okay. Damit muss ich die erst freilegen. Das soll wahrscheinlich sowas wie Nebel darstellen, schätze ich mal. Okay, sie haben schon die erste Trophäe, weil wir jetzt 10 an einem Stück hatten. So, jetzt ist das nächste Teil hier. Und kann ich die jetzt miteinander? Nö. Die würden mir jetzt wahrscheinlich Bonuspunkte geben, wenn ich die irgendwie miteinander verknüpft kriege. Ah, jetzt haben wir hier einen langen, einen ganz, ganz langen. Sehr schön. Ja, ich denke mal, Spielprinzip habt ihr auch schon so halbwegs verstanden. So, dann machen wir das Fernglas noch fertig.
The ball lightning is another type of helpful lightning to create. To make a match of six or more items, try it with these. Ja gut, wenn wir mehr als sechs machen, kriegen wir so einen Blitz, der nochmal ein bisschen was freilegt oder so. Ah, okay. Siehst du, ich muss hier auch mal ein bisschen Kopf anstrengen, so ein paar Ketten bauen. Auf clevere Art und Weise. Oh, da ist ein ganz langes. So. Irgendwie hat das was. Ist irgendwie cool. Muss ich schon gestehen. Ist zwar jetzt nichts Aufregendes und bestimmt auch nicht für jeden was, aber jetzt müssen wir mal gucken. Wir gehen mal nach da. Da. Nein, das wollte ich anders, aber geht. Auch so. 14. Sehr schön. Wo ist denn das olle Fernglasteil? Sehe ich das schon irgendwo? Nee, ne? Also ich sehe es noch nicht. Weiß nicht, ob ihr es seht. Vielleicht muss ich hier auch erst noch alle freispielen. So, hier haben wir noch eins. Da oben ist es jetzt. Okay, da oben müssen wir jetzt irgendwie das Fernglas rauskriegen. Oh, jetzt haben wir ein richtig langes gerade. Ich zeige euch das. Da, 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 da. Wie viel sind das jetzt? 14. So, da haben wir das Fernglas fertig. So, ja, ich denke mal, mehr brauche ich euch jetzt hier ehrlich nicht zeigen. Das ist, denke ich mal, relativ. We're observing a huge maelstrom in the distance. The captain is trying to go round it, but the storm keeps pushing us towards it. Some of the other passengers are getting worried. We're trying to navigate around the storm. Unfortunately, a piece of falling rigging has broken the compass, so it's hard to keep a straight course. I need to fix it as soon as possible. Okay, der Kompass ist kaputt. Und wir haben einen großen Mahlstrom, also einen wie heißen die Dinger? Strudel. Entdeckt. In weiter Entferne. Der Captain will drumherum fahren, aber der Sturm drückt uns in die Richtung des Mahlstroms. Und einige der Passagiere beginnen sich Sorgen zu machen. Ja, ist klar. Wenn du da so ein Loch im Wasser hast, dann machst du dir automatisch Sorgen. So, ja, ich glaube. Was muss ich jetzt hier machen? Hallo? Ich kann grad. Was soll man jetzt hier machen? Okay. Hä? Da hätte ich jetzt wohl irgendwas machen müssen. Ich habe aber keine Ahnung was. Naja, das überlasse ich euch, da rauszufinden, was man da noch machen kann.
Ich mache hier während meiner Abmoderation einfach mal ein bisschen weiter. Ja, also wie gesagt, das ist garantiert nicht für jeden was, das ist soweit klar. Aber ich finde es irgendwie interessant. Das hat irgendwie, ja, sowas Verspieltes, wie es bei dem Spiel halt üblich ist. Und man muss auch mal so ein kleines bisschen den Kopf anstrengen, was ich irgendwie ganz cool finde. Und von daher kann ich das Ganze hier echt ohne schlechtes Gewissen empfehlen, sich zumindest mal anzugucken, denn das ist echt irgendwie ganz nice. Und ja, wer mit sowas nichts anfangen kann, gut, der braucht sich das nicht angucken. Aber alle, die gerne mal so ein bisschen Knobelspielchen spielen, so nenne ich es jetzt einfach mal, und die auch so ein Zeug wie Bejeweled zum Beispiel gerne spielen, denen kann ich das hier echt empfehlen. Guckt euch das einfach mal an. Das ist ein kleines bisschen tricky mitunter, mit dem linken Stick dann die richtigen Felder zu markieren. Aber insgesamt geht es dann doch ganz gut. Ich sage jetzt hier erstmal vielen Dank fürs Reinschauen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Spiel. Wir sehen uns gleich im nächsten Spiel wieder. Bis dann, ich verabscheue mich.